Willkommen zurück bei Let's Play Barbie in die 12 tanzenden Prinzessinnen. Leider komme ich sehr wenig dazu, hier was zu sagen, weil die ganze Zeit irgendwer in diesem Spiel labert. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt schon war. Na, gucken wir mal. Wir müssen das Elixier suchen. Gehen ja. Wir durch eines der Tore durch. Waren wir hier schon? Dieses Tor führt uns zu den hängenden Gärten. Ja, ab zu den hängenden Gärten. Das sind die hängenden Gärten. Twyla ist wohl schon vorgelaufen. Du musst einen der drei Wege wählen, um sie und die Prinzessinnen zu suchen. Mit den Pfeiltasten führst du Genevieve um Hindernisse herum und mit der Leertaste hilfst du ihr drüber zu springen. Am Ende eines Weges wartet eine Aufgabe auf dich, die du lösen musst. Wenn du unterwegs einen Schlüssel siehst, musst du ihn einsammeln, damit du das Tor aufmachen kannst. Immer wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf den Silberkelch rechts oben auf dem Bildschirm klicken. Das wissen wir alles schon. Wir müssen die Zaubersteine ganz schnell einsammeln. Wir brauchen sie am Schluss des Abenteuers. Oh, oh! Brutus ist gleich hier! Das rieche ich! Ja, ich rieche das Vieh. Diesen Vogel rieche ich die ganze Zeit. Oh, 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 oh! Ob ich das schaffe? Ah, pass auf, da ist Brutus! Pass auf, da ist Brutus! Da! Ein Bronzeschlüssel! Hol ihn dir! Hä? Ach, wieso kann ich denn nicht da drüber gehen? Komm, Mädchen, spring! Ach, nimm's doch mit, ist mir doch egal. Da! Oh. Ein Bronzeschlüssel! Oh. Hol ihn dir! Die Steuerung ist ja erstklassig. Das ist ja überhaupt gar nicht frustrierend für Kinder, ne? Dieser Weg führt zu Freestyle-Spaß. Freestyle-Spaß! Auf diesen Plattformen müssen wir uns was überlegen. Ja, was denn zum Beispiel? Einfach wieder nach Hause zu gehen am besten. Oh. Mädchen, oh Mann. Oh, oh, Brutus ist gleich hier. Das rieche ich. Brutus ist mir sowas von scheißegal. Vogel. Ah. Das Spiel legt ein Tempo vor. Das ist Wahnsinn. Genau. Suchen wir die anderen Prinzessinnen. Irgendwo hier in der Nähe müssen sie sein. Ah. Na? Achtung! Der Affe will Edelsteine spitzen. Oh, mein Gott. Hier oben ist es wirklich schön. Ja, hier ist es wirklich sehr, sehr schön. Schön, dass hier irgendwelche... Boah, halt doch mal das Maul. Der macht mir die ganze Moderation kaputt, dieser Scheiß. Wir müssen das Elixierfläschchen finden. Oh, meine Güte. So. Ach, geschafft. Warten wir lieber, bis sich die Wege kreuzen. Ja, genau, warten wir. Genug gewartet. Ah. Mir ist langweilig, Leute. Worüber können wir denn mal reden? Übers Wetter. Ich bin noch nicht mal motiviert, übers Wetter zu reden. Durch die Wolken zu schweben. Es ist total himmlisch, durch die Wolken zu schweben. Bei diesen Plattformen müssen wir uns was überlegen. Vielleicht sollten wir die Tiere um Rat fragen. Ich glaube, das Mädchen ist auf Drogen. Weiter so. Das klappt doch prima. So haben wir das Elixier bald gefunden. So. Wenn du dich auf diese Plattform stellst, kommst du hinauf. Ich stehe. Oh, oh! Brutus ist gleich hier! Das rieche ich! Okay, weiter geht's. Es bleibt spannend, Leute. Es bleibt hochgradigst spannend. Oh, oh! Achtung! Diebisches Affentier! Schnell zu den Steinen, Brutus!
Der richtige Weg liegt bestimmt irgendwo hinter den Bäumen. Bestimmt. Oh, oh! Brutus ist gleich hier. Das rieche ich. Gehen wir zu der Zaubermünze. Da könnte eine Prinzessin auf uns warten. Ja, da wartet eine Prinzessin auf uns. Hast du das Elixier gefunden? Noch nicht, Genevieve. Aber ich weiß einen schönen Ort, wo wir tanzen üben können. Gehen wir doch mal hin. Je besser wir tanzen, desto größer sind unsere Chancen, Vater Forosvita und Detlef zu retten. Um mit Kathleen zu tanzen, musst du gut aufpassen, wenn durch das Feld unten auf dem Bildschirm Pfeile schweben. Wenn ein Pfeil durch das Feld schwebt, musst du den gleichen Pfeil auf deiner Tastatur drücken. Solange du die passenden Pfeile drückst, tanzt Kathleen weiter. Wenn du so viele Pfeile wie möglich gesammelt hast, bekommt Kathleen einen Edelstein. Nicht schlecht! Tanzen macht großen Spaß! Oh ja! Das klappt ja perfekt! Tanzen macht so viel Spaß! Gut läuft das! Mach weiter so! Das läuft mehr als gut! Doch wie die abgeht! Tanzen macht großen Spaß! Die geht ja richtig krass ab! Das klappt ja perfekt! Tanzen macht so viel Spaß! Gut läuft das! Mach weiter so! Also wenn ich so in der Disco tanzen würde, nicht schlecht, dann würde die ausgelacht werden. Tanzen macht großen Spaß! Super! Das hat total Spaß gemacht! Juhu, eine rote Knolle! Du warst so anmutig, Kathleen! Oh ja, sehr anmutig! Danke, Genevieve! Tanzen macht großen Spaß! Ich habe noch nie so was Anmutiges gesehen! Ich habe das Elixier gefunden! Oh je, meine Schuhe sind ganz zertanzt. Auch zertanzt. Vielleicht können wir sie mit deinem Edelstein wieder hübsch machen, ja, bevor Derek sie verzaubert. Das ist eine wunderbare Idee, Genevieve. Versuchen wir es mal. Genau, wir reiben einfach Prinzessin mit dem Edelstein über die Schuhe drüber. Musst du ihr den passenden Edelstein anheften. Dazu musst du einen Edelstein anklicken und ihn zu der Prinzessin bringen, zu der er gehört. Mein Gott. Klicke dann auf die Brosche, um zu sehen, ob er passt. Guck mal, wie viele Tanten wir hier noch betanzen müssen. Du Scheiße. Wir müssen Vater retten. Oh mein Gott. Um Tanzstar mit der Prinzessin zu spielen, musst du mit der Maus die Felder rechts und links am Bildschirm anklicken. Ich will dann nicht Tanzstar spielen. Figur. Klicke so lange weiter, bis du alle Kästchen unten auf dem Bildschirm ausgefüllt hast, um einen Tanz zusammenzustellen. Wenn du eine Auswahl getroffen hast, klicke auf das Vorschau-Symbol, um dir deinen Tanz soweit anzusehen. Wenn dir deine Zusammenstellung gefällt, klicke auf den Stern, um dir deinen fertigen Tanz anzusehen. Wenn du das Stopp-Symbol anklickst, kannst du deinen Tanzstar-Tanz so oft du willst ändern, bis er dir gefällt. Ja. Fertig. Fertig. Oh nein. Toll gemacht. Es wird ein ganz wunderschöner Tanz. Das wird ein ganz super schöner Tanz. Der super schönste Tanz im ganzen Land, weit und breit. Gute Idee. Eine tolle Tanzfigur. Ja, ich habe ein Händchen für sowas. Ich weiß, worauf es ankommt. Eine fantastische Tanzfigur. Ja. Spitze Hacke, Spitze Hacke. Dieser Tanz wird einfach zauberhaft. Lustig, wie die sich in der Luft bewegen kann. Dieser Tanz wird einfach zauberhaft. Trippelschritt. Jetzt tanzt die Alte erstmal ein paar Minuten. Kann ich auf Escape drücken? Nein, kann ich nicht. Schade. Naja, Schmetterlingsfeuerwerk ist mir auch recht. Das versüßt mir den Tag. Yeah. Baby, gib alles. Jo, spring. 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 Ja. Hoch damit. Und jetzt trippeln und links. Rechts. Ja. Hüpf. Hui. Baby. Nicht, dass sie gleich wieder die Schuhe zertanzt hat. Das wäre wirklich traurig. Dann würde die bestimmt in tiefe Depression verfallen. Zertanzte Schuhe habe ich auch dauernd.
Das ist ständig. Wirklich ein genialer Tanz. Ja. Damit können wir Vater sicher vor Roswitha retten. Richtig. Tanzen macht so viel Spaß, Kathleen. Es ist wirklich schlimm, dass Roswitha es nicht leiden kann. Echt? Uns kann sie auch nicht leiden. Ach, total unsympathisch, die Roswitha. Und ins Königreich zurück. Tja, wenn wir es schaffen, alle Tanzschuhe zu verzaubern, könnten wir das hinbekommen. Jedes Mal, wenn ich spiele, scheint die Zauberkraft der Flöte stärker zu werden. Und wenn die Zauberkraft stärker wird und ich fleißig üben kann, um noch besser zu tanzen, dann müsste es uns gelingen, Vater vor Roswitha und Detlef zu retten. Und wenn wir das Elixier finden, dann können wir es benutzen, um Vater wieder gesund zu machen. Los, Twyla, komm mit! Warum gibt ihr der Roswitha nicht eins aufs Maul? Also wirklich, oder? Einfach mal aufs Maul hauen, der Roswitha. Gehen wir durch ein Tor durch, damit wir das Elixier finden und den König retten können. Nee, da gehen wir jetzt nicht nochmal hin. Huch. Ja, die Roswitha lässt sich bestimmt besiegen, indem alle vor ihr tanzen. Wir müssen das Elixier suchen. Gehen wir durch eines der Tore durch. Da war ich auch schon. Tanzt. Wir kommen nur dann ins Königreich zurück, wenn wir das Elixier finden. Wir müssen durch ein Tor hindurchgehen und dann pflanzen. Das sind die Wasserterrassen. Twyla muss schon vorgelaufen und durch das Tor geschlüpft sein. Erstmal suche an den drei Wegen nach den Schlüsseln, um ihr zu folgen. Sie hat vielleicht das Elixier oder eine Prinzessin gefunden. Dann, mit den Pfeiltasten kannst du Genevieve über die Terrassen führen. Wenn du auf Hindernisse stößt, hilf Genevieve mit der Leertaste und den Pfeiltasten, sie zu überwinden. Am Ende jedes Weges findest du eine Aufgabe, die du lösen musst. Ja. Halte unterwegs Ausschau nach den Schlüsseln. Die Zaubersteine. Wir müssen so viele wie möglich sammeln, bevor sie verschwinden. Jetzt kommt der Vogel. Oh, nee, doch nicht. Aber der meldet sich ja zum Glück nur alle 10 Sekunden. Dieser zu Prima Ballerina. Endlich mein Thema. Oh, wir müssen weg hier. Versuch's mal mit der Leertaste. Weiter so. Ja. Das klappt doch prima. Das sind die so richtigen Player-Skills. Gefunden. Schlüssel. Hol ihn dir. Komm schon. Ich frag Guck mich... Guck mal, die Schwäne. Ich kann dir nichts erzählen. Wie elegant sie sind. Wie elegant die Schwäne sind. Wo sind sie denn? Oh mein Gott. Oh, ein Walzer im Hintergrund. Halte Ausschau nach den Prinzessinnen. Vielleicht haben sie das Elixier schon gefunden. Da oben ist schon die nächste. Gleich haben wir es geschafft. Yeah. Ups. Zu früh gesprungen. Spring doch darüber, Alte. Komm. Ups. Zu früh gesprungen. Ey, jetzt mach schon. Fotosalarm. Schnell zum Edelstein. Schnell zum Edelstein. Ich freue mich schon aufs nächste Spiel. Ja, ich mich auch. Jetzt springst du hier gefälligst rüber, klar? So. Hallo, Lacey. Hast du vielleicht das Elixier gefunden? Nein, ich hab's getrunken. Noch nicht, Genevieve. Aber ich weiß einen prima Ort, wo wir tanzen können. Gehen wir hin. Je besser wir tanzen, desto schneller können wir Vater retten. Um mit Lacey zu tanzen, musst du auf die Pfeile Acht geben, die durch das Feld unten am Bildschirm schweben. Fehler in der Matrix. Wenn ein Pfeil durch das Feld schwebt, musst du den gleichen Pfeil auf deiner Tastatur drücken. Solange du die passende Pfeiltaste drückst, wird Lacey weiter tanzen. Sammle so viele Pfeile wie möglich, dann bekommt Lacey einen Edelstein. Ja, und das wollen wir natürlich alle. Hepp! Nicht schlecht! Tanzen macht großen Spaß!
Das klappt ja perfekt. Tanzen macht so viel Spaß. Es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht auf der Welt. Mach weiter so. Als tanzen. Nicht schlecht. Tanzen macht großen Spaß. Das ist schon ein bisschen schwer jetzt. Das klappt ja perfekt. Tanzen macht so viel Spaß. Gut läuft das. Mach weiter so. Oh, es ruckelt. Ja, jetzt wird's wirklich schwer. Endlich mal. Das ist mal... Nicht schlecht. Tanzen macht großen Spaß. Leider schon vorbei. Komm, noch einmal. Super. Das hat total Spaß gemacht. Ja. Die sehen ja super aus, die Kristalle, ne? Du hast wunderschön getanzt, Lexi. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben beim Texturieren. Danke, Genevieve. Tanzen macht so viel Spaß. Aber ich wünschte, ich hätte das Elixier gefunden. Wünschte ich auch. Dann wäre es endlich vorbei. Jetzt sind meine Tanzschuhe kaputt. Oh. Zertanzt wahrscheinlich. Vielleicht bekommen wir sie mit deinem Edelstein ja wieder hübsch. Dann kann Derek sie verzaubern. Wir schlagen mit einem Edelstein drauf. Das ist eine gute Idee, Genevieve. Versuchen wir es mal. Wenn unsere Tanzschuhe alle schön aussehen, können wir mit unserem Tanz Vater retten und Roswitha und Detlef für immer vertreiben. Ja, genau. Wie muss man eigentlich tanzen, um seinen Schuh zu bringen, zertanzen? Musst du ihr den passenden Edelstein anheften. Dazu musst du einen Edelstein anklicken und ihn zu der Prinzessin bringen, zu der er gehört. Klicke dann auf die Brosche, um zu sehen, ob er passt. Wir müssen weiter nach dem Elixier suchen. Ja, wir müssen weiter nach dem Elixier. Um Tanzstar mit der Prinzessin zu spielen, musst du mit der Maus die Felder rechts und links am Bildschirm anklicken, dann tanzt sie eine Figur. Klicke so lange weiter, bis du alle Kästchen unten auf dem Bildschirm ausgefüllt hast, um einen Tanz zusammenzustellen. Wenn du eine Auswahl getroffen hast, klicke auf das Vorschau-Symbol, um dir deinen Tanz soweit anzusehen. Wenn dir deine Zusammenstellung gefällt, klicke auf den Stern, um dir deinen fertigen Tanz anzusehen. Mach ich Wenn gerne. Du das Stopp-Symbol anklickst, kannst du deinen Tanzstar-Tanz so oft du willst ändern, bis okay. er dir gefällt. Jawohl. Super! Eine fantastische Tanzfigur! Dieser Tanz ich wird hier einfach voll zauberhaft! Ab. Ich gehe richtig ab. Wo kann man den Soundtrack downloaden? Guck mal, das ist ja ein sehr hübscher Tanz. Ja. Das wird ein ganz super schöner Tanz. Harte Beats. Toll gemacht. Das wird ein ganz wunderschöner Tanz. Das wird ein ganz super schöner Tanz. Yes. Yeah. Bow. Krass. Einfach krass, wie das hier abgeht. Da hätte der Detlef die Soße seinen größten Spaß dran. Strecken, Mädchen, strecken. Und links, rechts mit dem Kopf. Schön wackeln. Und ja, sehr gut. Spannung, Mädchen, Spannung. Ich glaube, du willst mich hier verarschen. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, wie du hier rumtanzt. Ey, kannst du auch mal was anderes zeigen? Toll gemacht. Damit werden wir Vater bestimmt retten. Das hat Spaß gemacht, Genevieve. Vater wird sich umbringen. Ich wünschte, ich hätte das Elixier erst gar nicht verloren. Mach dir keine Vorwürfe, Lacey. Das hätte uns allen passieren können. Du konntest nichts dafür. Aber Genevieve hat gar keine Zähne. Und die auch nicht. Kopf hoch, Lacey. Wir werden das Elixier schon finden. Die können sich keine Zähne putzen. Und sobald alle Tanzschuhe verzaubert sind, finden wir den Weg nach Hause und retten euren Vater. Der sieht aus, als hätte man den mit dem Skalpell ein Loch ins Gesicht geschnitten. Wenn Derek ein paar Tanzschuhe verzaubert. Wenn wir sie alle verzaubert haben, finden wir bestimmt nach Hause zurück. Und wenn ich das Elixier gefunden habe, können wir Vater damit wieder gesund machen. Deshalb bleibe ich hier und übe ganz fleißig tanzen, damit alles perfekt ist, wenn du das Elixier gefunden hast, Genevieve.
Dann können wir Roswitha und Detlef endgültig vertreiben. Und wir suchen jetzt nach dem Elixier, Lacey. Wir müssen Vater retten. Los, Twyla, komm mit! So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht euch bereit für die nächste Folge. Tschüss!